Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanna quält sich. Und heute haben wir einen Wunsch von Patrick dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und der hat sich Attack of the Killer Tomatoes für den Gameboy gewünscht. Ein etwas seltsames Franchise für das System, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ich bin mit der Vorlage nicht so ganz vertraut. Ich glaube, das war irgendeine Art B-Movie aus den 80ern. Ich kann mich aber auch komplett irren irgendwie. Und ja, es wurde auf den Game Boy umgesetzt. Es ist 1992 erschienen, sehe ich hier gerade auf meinen Spickzettel neben mir. Und es soll vor allen Dingen sehr schwer sein. Deswegen gucken wir einfach mal rein. Also ist natürlich so ein bisschen, die Story ist etwas B-Movie-mäßig, ne? Also Killer-Tomaten greifen an. Die Story überspringe ich hier mal. So. Ja. Da. Okay. Das ist schon mal hier gut. Ja. Ich hab nämlich jetzt gerade Start gedrückt und irgendwie bin ich da jetzt wieder zum Startbildschirm gegangen. Okay. Gut, also, wir spielen also Daten oder was das sein soll. Was können wir? Wir können springen. Ordentlich zumindest und... Das ist unser Angriff. Okay, wir können auch das machen. Ist das jetzt ein Tanzmove? Also anscheinend, wenn ich hier Tasten drücke, das ist, wenn ich nach oben und schlagen drücke, das ist normal schlagen und das ist unten schlagen. Also, die, sagen wir mal, zwei Drittel von den Angriffen sieht eher wie ein Tanzmove aus, als irgendwie wirklich eine Attacke. Okay. Ich glaube, das war ein Gegner. Komme ich hier durch? Okay. Ja. Es ist eine tolle, interessante Levelbegrenzung. Mal gucken. Da komme ich natürlich nicht durch, also muss ich hier alle Klopse, nenne ich es mal, keine Ahnung, Felsen könnte es ja nicht sein, zerstören, dass ich hier durchkomme. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Mache ich jetzt Zellit. Okay, setze ich die ein. Wir haben einen Trampolinboden anscheinend. Okay, da bringe ich das jetzt richtig, dass diese Klopse auch Tomaten sein können. Okay, die sind natürlich hier die Gegner. Okay. Also ich bin gerade eher verwirrt als irgendwie. Wir haben Slowdowns. Okay, aber wie? Wenn ich Start drücke, wirft er das Schwert, anstatt es zum Kämpfen zu benutzen. Also das finde ich jetzt sehr kontraintuitiv, dass anscheinend ein Schwert hier als Wurfwaffe gilt, was man mit Start ausführt. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Okay, also das Spiel ist auf jeden Fall schon mal... Hat ein Kack-Kampfsystem, was vor allen Dingen an der Reichweite liegt. Also, ihr merkt schon, ich ringe nach Worten, weil ich irgendwie so irritiert bin. Ich meine, wenn man ein Bein hat, warum kann man das denn nicht normal ausstrecken, um irgendwas zu bekämpfen? Das verstehe ich nicht. Dann gibt es ja noch Slowdowns aus der Hölle. Schwerter wirft man, anstatt das als logische Erweiterung des Angriffarms zu benutzen. Hier sind Punkte. Fische. Okay, das war wahrscheinlich auch eine Tomate. Okay, hier ist noch so ein Felsendings. Was jetzt weg? Also das Leveldesign ist auch irgendwie... Mal scrollt langsam, mal schnell. Ich weiß nicht, warum es hier zum Slowdown kommt. Okay. Fairerweise muss ich natürlich zugeben, ich spiele das natürlich hier auf dem Emulator. Ich bin nicht 2 cm vor dem Ausgang. Bin ich nicht gestorben, oder? Mal guckt hier, das läuft jetzt hier gerade super schnell und, ne, so, klar. Könnt's weitergehen. Die Musik hat auf jeden Fall nichts mit dem Spiel zu tun. Ich hänge hier an irgendwelchen Klippen fest. Hä?
also die allgemeine Levelgestaltung ist eher als, ich sag mal, kreativ zu bezeichnen. Ja, okay, gut, ich habe verloren. Ich probiere es nochmal, vielleicht irgendwie. Es ist irgendwie sehr seltsam gestaltet, muss ich sagen. Also da dafür, dass das ja auch wie hier Kids-Channel oder sowas da geblendet war. Okay, ich habe gleich eine erste Sprung verkackt. Okay, das geht auf meine Kappe natürlich. Also am meisten tut es echt weh, dass man hier nicht vernünftig kämpfen kann. Also... Okay, also wenn ich so eine Tomate erledige, dann kommen ja so quasi so Samen raus. Ist denn das jetzt Goodies zum Einsammeln? Oder ist das was Schlechtes? Aber ich glaube, zumindest verliere ich da kein Leben, wenn ich die einsammle. Ich springe hier einfach mal hoch. Ich versuche jetzt einfach mal so viele Gegner wie möglich zu umgehen, weil der Kampf ist definitiv nicht die Stärke des Spiels und das merkt man auch gleich am Anfang, wenn man das erste Mal hier den Tritt ausführt und Slowdowns aus der Hölle. Das würde mich mal echt mal interessieren, ob das jetzt in der Vorlage auch so ist. Weil wenn das jetzt hier alles so flüssig laufen würde, wie am Anfang, ne? Dann wäre das alles kein Problem. Und ich war am Levelausgang. Ich war quasi schon drin und bin dann noch verletzbar. Was? Was? Wer hat sich das denn ausgedacht? Also, das ist einfach nur... Also, ich hab ja nichts gegen schwer, wenn es gut gemacht ist. Ne? Also, schwer ist es nicht so... mein Spielgenre, also, ne, also ein Spielattribut, was ich jetzt stark abfeiere, aber gut schwer ist was ganz anderes. Alter, nee. es wird eine kurze Folge, aber nee. Boah, nee. Also das Spiel ist, wow. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist wirklich eines der schlechteren Spiele, die wir jetzt seit längerer Zeit mal wieder hatten. Da war jetzt mittlerweile so ein bisschen, naja, unterer Durchschnitt dabei oder irgendwie sowas. Aber das ist echt Müll. Boah, ne. Finger weg davon, aber ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt wesentlich Spaß gehabt an diesem Video. Kauft das Spiel nicht. Ich glaube, es ist auch sogar gar nicht eins der billigen Titel. Boah, macht's gut. Tschüss.